So, da sind wir dann auch schon wieder. Ich gerade die Folge abgebrochen, weil ich habe hier eine Skype-Meldung von meiner Mutter bekommen. Iru, wir haben ein Problem. Ich also lass alles stehen und liegen, stürz rüber. Und was ist es? Der Freund, der neue Freund meiner Mutter ist zu blöd, sich in Skype umzubenennen, wie meine Schwester es so treffend sagt. Und dafür lässt man alles stehen und liegen, rennt los, weil man denkt, der Teufel hat die Mutter geholt. Rena, du musst erstmal wieder reinkommen, ein bisschen üben. Haben wir jetzt Schaufeln eigentlich gemacht? Nö. Na gut, dann benutzen wir die jetzt erstmal zu Ende. Jedenfalls, so langsam aber sicher, füllen sich unsere Dreckvorräte auf. Nachdem wir zwischenzeitlich die Dreckarmut hatten, haben wir bald wieder Dreck im Überfluss. Und haben ein wahres Drecktopia. Hier an der Rand, das machen wir gleich richtig. Denn das wird ja wahrscheinlich auch noch alles planiert. Ah, die Ecke, die war sowas von unurbar, kann man das nennen. Unurbar. Lena fragt, was ist unurbar? Das ist die Verneinung von urbar. Und was ist urbar, fragt sie so treffend weiter. Das interessiert jetzt wahrscheinlich viele. Urbar beschreibt man einen Boden, wenn er fruchtbar und bestellbar ist. Ja, bestellbar, du bestellst... Die Jugend von heute hat keinen Sinn mehr für deutsche Sprache. Ja, du bestellst ein Feld. Wenn du Sachen drauf anpflanzt, bestellst du ein Feld. Ja, du bestellst es trotzdem. Das ist Farmersprache. Land wird bestellt. So, und da wir jetzt so schön in dem Farmerdeutsch sind und wir haben zwei neue Wörter heute gelernt. Urbar und bestellbar. Merkt euch das, das kommt garantiert in dem Kreuzworträtsel eurer Tageszeitung, die ihr ja jeden Tag lest. Zumindest den Sportteil. Ich meine, wo war das? Welches Spiel? Auch von urbaren Land. Anno. Noch nie Anno gespielt jemand? In den alten Anno-Teilen wurde auch immer vom urbaren Land gesprochen. Vielleicht die Leute, die das gespielt haben. Anno kann ich ja wirklich nur empfehlen. Wirklich gutes deutsches Spiel. Zur Abwechslung mal. Weil es so ziemlich eines der wenigen deutschen Spiele ist, die wirklich gut sind. Ich darf Deutsch nicht betonen. Da haben wir ja den Türken einiges voraus. Die haben gar kein Spiel, was spielbar ist. Nee, war ja nur Spaß. Ich habe nichts gegen Türken. Das war jetzt nur ein Scherz am Rande. Vielleicht ein schlechter Scherz. Vielleicht nimmt man mir das jetzt übel. Aber es ist mir auch egal. Ups. Na super. Jetzt hängen wir hier an der Latte fest. Was war das? So, brauchen erstmal eine neue Spitzhacke, machen gleich zwei davon. Und ja, vielleicht auch nochmal, da haben wir hier wieder ja ein Plätzchen frei. Machen wir uns dann nochmal zwei Schaufeln. Dann sind wir auf alles vorbereitet. Sobald übrigens die Vollversion raus ist von 1.3, werde ich auch mal wieder die Welt zum Download updaten. Das heißt, ihr könnt euch dann die aktuelle Welt anschauen. Diese hier hat sich ja doch einiges getan. Und hier machen wir jetzt einfach wieder unseren Abfluss.
So, hier pflanzen wir auch noch ein Fäckelchen hin. Und ich bin schon wieder voll bis oben hin. Voll wie eine Haubitze. Schmeißen wir den Apfel weg. Äpfel sind gesund, sowas essen wir nicht. Wir haben jetzt ja extra unsere Plantage, damit wir bald nur noch von Schokokeksen leben können. Ah, das könnte interessant sein, wo wir jetzt rauskommen. Das sieht dann wahrscheinlich wirklich aus wie so ein Abfluss. Ich hoffe, ich habe damit recht. Und so ein bisschen ergänzen. Yes! Ah. Hier, perfekt. Kohle, Kohle. Na, kann ich eh nicht mitnehmen. Keine Kohle für den Iru. So. Den Rest lassen wir dann hier unten entlang fließen. Auch nicht so toll jetzt die Lösung. Yeah. Und nichts zu stacken hier. Da ist nichts zu holen. Oder geht das hier? Auch nicht. Na egal. Hier unten könnten wir irgendwie vielleicht auch mal einen kleinen Hafen anlegen. Das hatte ich ja schon länger mal geplant. So. Hier hätte ich jetzt gerne mal so ein kleines Ding drüber. Als Abflusskanal quasi. Das könnten wir theoretisch über die ganze Ecke hier machen. Und immer dann halt mit diesen Zäunen das machen. Das sähe wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Das probieren wir einfach mal. Als moderner Wasserabfluss. Jetzt haben wir natürlich kein Glas dabei. So, hier machen wir auch noch mal kurz eine Lücke rein. So. Und so. Jetzt müsste ich quasi hier das ein bisschen abtragen. Damit das quasi dazu passt. So, oben drauf lassen wir jetzt erstmal noch lose. Da machen wir dann später einen Deckel drauf. Hier die Gitter rein. Da fällt dann das Wasser runter. Fließt dann hier lang. Zumindest soll das so angedeutet sein. Richtig fließen tut ja leider in Minecraft nicht wirklich viel. Das hier kann man auch noch mal so ein bisschen. Ja, aber guck mal so. Und da läuft dann das Wasser raus. Plätschert hier runter, plätschert hier rein. Es erweckt auf jeden Fall den Eindruck einer modernen Kanalisation. Daher würde ich sagen, ja, das lassen wir. Ja, und nach der Folge werde ich mal kurz meiner Schwester ein bisschen bei Mario Kart zur Hand gehen. Setzen wir hier noch einen rein. Dann würde ich sagen, da Fackeln dran.
Da Fackeln dran. Da Fackeln dran. Und da kommt dann aus umweltfreundlichen Gründen eine Dreckdecke drüber. Damit es dann noch grün aussieht von oben. Wir wollen uns ja nicht die Landschaft verschandeln. Und da hinten ist immer noch der Baum mit der Werkbank drunter. Und jetzt habe ich Scheiße gebaut, oder? Obwohl, nee, das schaffen wir. Das schaffen wir. Keine Sorge, das schaffen wir. Kein Grund zur Panik. Rena, verfall jetzt nicht in Panik. Ah, Lena ist ganz locker flockig und sie pisst sich fast vor Lockerheit in die Hose. So. Müssen wir jetzt hier auch drauf achten? Ja, ich würde sagen, wir achten auf jeden Fall drauf, dass das hier gescheit fließt, gescheit läuft alles. Und irgendwie kommen wir von einem Regen in den nächsten Regen. Auf der anderen Seite fließt es direkt ins Wasser. Hier fließt es in eine Art Tunnelsystem. Eine kleine Kanalisation. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir da wieder hochkommen. Sieht nicht so aus, oder? Von hier? So, doch. Damit würde ich sagen, wir haben ein großes Stück Land schon fertig. Bebaut. So. Noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und da noch ein Stück und Scheiße und da noch ein Stück und Kettenhund und Scheiße und Mario Kart und noch ein Stück. So. Und es fließt alles perfekt runter. So, jetzt haben wir zwei Abflüsse ins Wasser, wo wir unseren, ich sag mal, Unrat entsorgen können. Das heißt, irgendwo muss ja auch von den Dorfbewohnern das Urin abgeleitet werden. Und wir machen es wie unsere Vorfahren. Wir leiten das ganze Zeug einfach in die örtlichen Flüsse und Seen weiter. Wie es zum Beispiel auch in Bottrop jahrelang getan wurde. Das Ganze nannte sich Emscher-Projekt. Das Wasser wurde in die Emscher geleitet. Besonders auch Industrieabfälle. Und wir brauchen jetzt dringend mal Platz im Inventar. Zwei Fackeln entsorgen sollte ja nicht so schwer sein. Da gehen wir zu unserer Kanalisation zurück und setzen die von oben dran. Eine da. Und eine da. Und schon haben wir wieder einen Platz frei. Hier oben müssen auch noch Dinger, Fackeln drauf. Ah, nachdem wir das Inventar geleert haben, sieht das dann eh schon wieder anders aus. So. So. Machen wir den erstmal wieder voll. Sieht ein bisschen aus wie chinesische Lampions, muss man sagen. Besonders, weil die so rot leuchten, wenn man sie aberntet. Na komm, runter da. Dann machen wir den auch nochmal kurz weg. So. 2, 3. Ach, sind die noch massiv sogar noch? Ja, kann man nicht dran vorbeigehen. Also gut, dass ich hier Dreierwege gemacht habe, sonst wären wir ziemlich im Arsch gedingst. Ja, komm. So. Hier dran. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Und langsam wird das was mit unserer Farm. Den kriegen wir auch noch voll. So, einen noch über, hängen wir dort dran. So, jetzt machen wir noch die Gitter rein und dann schalten wir mal die Monster ein und dann bin ich mal gespannt, was hier abgehen wird. Ich bin so talentiert. Ich baue Zäune über Ecken. Aber die zwei Gitter sind mir jetzt egal. Dafür kriege ich jetzt nicht hier über den Zaun drüber. So. So. So, so, so. Perfekt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt holen wir uns... Nee, wir schalten jetzt erst die Monster an, sonst vergesse ich das wieder. So, Monster sind an. Und wir unterbrechen die heutige Folge. Tschüss.